Moin zusammen und willkommen bei einem neuen Video auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, ich bin wieder da. Ich wurde wieder eingeladen von den Jungs mit dem ID. Buzz. Und diesmal haben wir den ID. Buzz mit dem Long Wheel Space dran. Also die lange Plattform mit der langen Tür. Und da ich ja generell keine Ahnung vom ID. Buzz habe, habe ich mir einen Vollexperten dazu geholt. Mit dem möchte ich jetzt über die Vorteile des langen Radstands reden. Tada, Christian! Ja, hi, schön dich zu sehen. So, für die unter euch, die Christian nicht kennen, Christian, du bist ein Bassfahrer der ersten Stunde quasi. Und hier steht noch 55.000 Kilometer. Es sind inzwischen wie viel? 102.000 Kilometer in einem ID. Buzz der ersten Generation. Jetzt steht auch noch 33 Länder. Hat sich inzwischen vermehrt? Länder war schwieriger, das sind nur 34 geworden. Es sind okay. Einige Nächte mehr geworden, aber krass, die Etappen, die wir gefahren sind, waren ziemlich krass. Was ist das denn? Das ist französisches Baumwerk, denn ich komme gerade frisch von der ligurischen Grenzkammstraße. Das habe ich mir eben auch gedacht, als ich dieses Auto gesehen habe. Kinder! Nutzfahrzeuge, ne? Ist ja Nutzfahrzeug. Das Auto ist zum Benutzen da und es ist keine Show, was hier dran ist. Auch die größeren Reifen, die wir drauf haben, die waren notwendig, weil wir sind eine komplett unbefestigte Passstraße gefahren, eben diese ligurische Grenzkammstraße. Normalerweise macht man es mit dem Allrad. Ja. Es geht, Hinterradantrieb super gut und Elektro, irre, wie geil du das dosieren kannst. Tatsächlich, ich habe das ne? sonst mit Offroadern gemacht. Ganz andere Welt. Mega. Jetzt ist, habe ich eben schon gesagt, deiner ist einer der ersten Stunde. Das heißt, einer mit normalem Radstand und so weiter. Elektrische Tür? Elektrische Tür. Elektrische Tür? Vielleicht. Vielleicht. Wenn sie Lust hat. Wenn sie Lust hat. Nee, sie ist elektrisch. So, also zeichnet sich dadurch aus, du hast vorne zwei Sitze und du hast die Bank. Genau. Und jetzt hat VW mich eingeladen und stellt uns das Auto vor. Was denkst du als Bulli-Liebhaber? Als Bass-Liebhaber? Als Bass-Liebhaber sage ich halt einfach, schöne weitere Variante, 25 cm mehr Radstand, damit auch im Innenraum 25 cm mehr. Und siehst du schon an der größeren Tür, daran Hammer, erkennt man sofort. Sofort, oder? Und wenn du den dann aufmachst, siehst du auch gleich, oh, du hast die Einzelsitze. Ich habe die Einzelsitze genommen. Wahl, genau Wahl. Das. Ich wollte nämlich zeigen, wo ist der große Unterschied jetzt zu deiner Variante. Du hast hier Einzelsitze. Du kannst wieder, wie typischerweise damals in einem Bulli, vorne einsteigen und die Kinder, wer zuerst hinten ist, hat gewonnen. Genau, das ist die Wahl. Oder halt, wenn du sagst, ach, ich möchte mal ganz hinten sitzen, möglichst weit weg von vorne. Oder so. Hast du halt einfach mehr Varianten. Kannst die hinteren Sitze rausnehmen. Die musst du nicht immer permanent mitfahren. Das ist doch mal ein Hinweis. Ne? Also ich zeige dir das mal eben einen Zwischenschnitt. Hier ist es ja tatsächlich so, du kannst zwar immer noch die Sitze verschieben, hier auf der Schiene, aber rausnehmen natürlich nicht, weil du unter anderem eine Sitzheizung hast, unten das Kabel drin ist und das wäre schlecht zum Rausnehmen. Das wäre dann etwas komplizierter an der Stelle, aber du kannst sie halt vor zurückschieben. Kannst natürlich auch die Lehne umklappen und bist dadurch extrem flexibel. Genau, da können wir mal eben zeigen, vielleicht, das geht ja recht schnell. Du hast ja hier unten den Hebel, genau. Da musst du ja wirklich, ich habe jetzt gar nichts gemacht, der klappt ja quasi von alleine um. Ne? Und dann hast du ja hier, könnte ich jetzt hinten sitzen und vorne Füße drauflegen. Das könntest du bei einer Pause oder ich würde zum Beispiel, weil ich habe ja so eine Küchenbox drin, ein Bett oben drauf, ich würde die einfach runterklappen, klappe mein Bett drüber und habe darunter noch wieder jede Menge Stauraum.
Jetzt 25 cm mehr Radstand, hast du gesagt, was nicht nur der Tür zugute kommt. Auch dem Innenraum. Auch dem Innenraum. So, für dich jetzt als Vielreisender, kribbelt es da nicht? Ja, ich habe natürlich eine extrem emotionale Bindung zu meinem Bioda. Ja. Das ist halt wirklich so die Sache. Aber praktisch gesehen wäre das natürlich für mich viel, viel besser. Ja. Einfach, weil ich kann dort noch eine größere Kiste hinstellen. Ich habe noch ein bisschen mehr Stauraum. Mhm. Etwas größeren Wendekreis. Glaube aber immer noch mega gut im Vergleich zu allen anderen. Ja, 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 wollte gerade sagen. Also ich bin so hin und her gerissen. Das Emotionale oder doch ein bisschen mehr Komfort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich demnächst dann auf den langen Radstand wechsle. Tatsächlich? Ja, dann muss ich wieder bei Null anfangen. Mit Allrad oder Heckantrieb? Was willst du, ne? Also Allradantrieb, schon geil. Ja, auch wenn du was ziehen willst. Also ich bin ja jetzt ab und zu auch mit so einem Wohnwagen. Ich habe gute einen Idee. Wohnwagen hinter, ne? So ein 1000 Kilo. Genau. Mit dem GTX bis zu 1800. 1,8 Tonnen, ne? Ich zeige da eben als Zwischenschnitt. Vor dem Pavillon steht ein GTX mit einem Airstream. Schon geil. Also das muss man reinziehen. Dann schon wieder. Ja. Auf der anderen Seite hast du mit dem langen Radstand natürlich etwas mehr Reichweite im Vergleich zum Allrad oder im Vergleich zum kurzen. Das finde ich auch schon wieder ganz gut. Ja. Am Ende ist natürlich immer wieder wichtig, wie schnell kannst du laden. Das weißt du als Elektrofahrer perfekt. Ja. Und da reizt natürlich der neue lange Radstand auch, also bis zu 200 kW pro Stunde. Also ich glaube, bei mir wird es wahrscheinlich wieder ein Heckantrieb werden. Tatsächlich, ja. Ja. Das heißt, du sagst, okay, maximale Ladegeschwindigkeit sind dann, glaube ich, 185 kW, ne, anstatt 200 oder ist das batterieabhängig? Beim langen Radstand dann 200. 200, und tatsächlich. Das macht es halt am Reiz. Ja, das ist natürlich, ja, klar. Mit 286 PS bin ich, glaube ich, ausreichend bedient. Mir reichen ja schon die 204, um das Gefühl zu haben, Europa ist ein Flachland. Ja. 340 natürlich noch geiler und so. Also ich bin aber sehr hin und her gerissen. Aber jetzt, um auf die Idee des Bullis mal zurückzugehen. Ja? Früher, wir kennen das alle noch, die Hippie-Zeiten. Ja? Man war wirklich eine fahrende Wanderdüne, nicht viel schneller als die alten Diesel-Benz auf der Autobahn. Ja? Und sobald dann in die Kasseler Berge ging, und das ist jetzt keine Berge, das weißt du selber, da musstest du schon Angst haben, dass von hinten der LKW anfängt zu schieben. So, hast du natürlich gar nicht. Aber muss man ganz ehrlich sagen, braucht man da noch die Leistung eines GTX oder sagst du, hey, 200 kW Leistung oder 286 PS? Es war immer so, dass der VW-Busfahrer sehr unterschiedlich war. Tatsächlich. Also es gab die gesagt haben, der Weg ist das Ziel, mir ist egal, genau, wann ich ankomme und Kalenderwoche als Angabe reicht. Ja. Ja. Oder aber, ich wollte wirklich mal Speed haben. Gab es in den 80ern auch, B32, Bus mit Porsche-Motor, 231 PS. Heute lachen wir über diese Zahl. Ja. Damals gigantisch, das Auto fuhr fast 200. Jetzt sagt jeder, ja, aber der kann ja gar nicht 180 fahren, der fährt ja nur 160. Naja, gut. Der fährt jetzt 160, der GTX das ist 180. Aber dann, ne? Auch. Ja. Und am Ende, das entspanntere Fahren ist natürlich Wahnsinn. Dieses leise Habe ich gemerkt, du hast wirklich, du hast ja diesen Chefsessel und dieses Gefühl, das ist ja einfach unglaublich, oder? Mir gefällt es wahnsinnig und ich habe mich dabei ertappt, jetzt als ich im Gelände war, mach mal die Armlehne lieber nicht runter, falls du schnell raus musst. Man kommt ja irgendwann in so einen Panikmodus am Abgrund. Ja. Jedes Mal das losfahren. Das müsste reizen. Man kommt in Panikmodus so am Abgrund. Vielleicht gebe ich dir mal ein, zwei Bilder, die du noch reinschneiden kannst, wo wir da waren. Aber das es war halt geil. So, dass bei jedem Start ich immer wieder automatisch die Armlehne unter. Ist so, ne? Und weil zack. Das ist, du steigst ein, wupp, machst den Move und dann gleitest du dahin. Das ist Bullifahren. Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, lass uns mal reinsetzen und dann schnacken wir noch ein bisschen über den Innenraum. Ja. Eigentlich bin ich ja der Fahrer, der ganz vorne sitzt, also von hier aus ungefähr 6 Meter weiter gefühlt. Sind nicht ganz so viel, aber du siehst, wie ich mich hier hinlümmeln kann. Ne? Jetzt überlege ich tatsächlich, ob man so fahren dürfte. Wenn ich mich jetzt anschnalle, dürfte ich das, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, du sitzt da jetzt auch auf dem verschiebbaren Stuhl. Hier übrigens, das meinte ich mit dem Captain Chair. Ja, das ist schon geil. Ne? Du kannst das runterklappen und dann hast du halt auf jeden Fall was Gemütliches. Ja, Christian, der Innenraum. Deutlich doch nochmal anders als das, was du da drüben hast. Ja, also erstmal natürlich diese 25 cm, die wir angesprochen haben. Wahnsinns mehr Bewegung. Unglaublich, unglaublich, ne? Und jetzt, warte mal, ganz kurz, deiner ist ja ganz hinten ersetzt. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, ja, du, ja lass mal genauso. Du hast den maximal hingelümmelt jetzt, aber ich habe immer noch so viel Platz. Das ist unglaublich. Mhm. Ja. Wenn ich ihn jetzt nach vorne ziehen würde, dann habe ich vorne immer noch genug Platz für die Beine. Und jetzt kann ich den hier machen. Ja. Das ist schon sehr flexibel und je nachdem, wo sind die größeren Kinder, ja, wo müssen die Eltern noch wieder mitfahren nebendran. Ja. Du kannst es dir so einrichten, wie du möchtest. Und eine Sache, auf die ich natürlich wirklich neidisch bin, das ist wirklich das Dach. Also das habe ich mich schon gefragt. Das wäre schon geil. Jetzt weiß man ja, bei dir auf dem Dach da drüben, da ist ja allerhand Gedöns.
dein Dachzelt und so weiter ist ja mit, ne? Oder? Genau. Ja, da jetzt ist noch Ausrüstungsgegenstände, ab morgen fahre ich wieder Dachzelt. Morgen fährst du wieder Dachzelt. So. Und Pampasgras. Aber egal. Aber ist schon geil, ne? Also ich bin auch ein Freund immer von oben mit Licht und so weiter. Finde ich schon richtig gut. Und mir wurde gesagt, das ist tatsächlich das größte Glasdach, was aktuell im VW-Konzern verbaut wird. Das ne? ist es. Und dann elektrochromatisch. Das heißt wirklich mit einem Slide, transparent oder opak. Ja. Das ist schon sehr geil. Und ich kann mir schon vorstellen, also das wäre dann ein Grund, wenn ich einen langen nehme. Wird es doch tatsächlich, ja? Ja, und dann hinlegen und dann abends die Sterne gucken beim Pennen ist schon geil. Boah, jetzt wird's aber romantisch, ey. Ich schlafe da lieber alleine drin. Ja, warum ich das Auto genauso bestuhlt habe, Christian, ne? Hier in der Mitte ist ja frei und da kannst du die Box nehmen und die kannst du dir einfach nach hinten setzen. So, und dann haben deine hinteren Gäste jetzt hier eben ihre Getränke und ja, es ist ja ne, mit Mülleimer und allem drin hier, also hinten. Hat einen großen Vorteil also von daher, also wenn du jetzt hier hinten deine ganzen Kinder hast, dann haben die ganzen Kram, die haben hier tatsächlich auch einen Mülleimer, ne? Ja? Finde ich schon geil. Also da hast du Variabilität plötzlich, die du vorher bei deiner Variante für Geld und gute Worte nicht kaufen konntest. Inzwischen kriegst du auch den mit der kurzen, mit dem Kurzradstand und auch Einzelbestuhlung. Genau, den gibt es mittlerweile auch als Sechssitzer. Damals war das ja erstmal die Einstiegsgeschichte, weil das das meiste Volumen hat. Und jetzt kommt ja sukzessive immer mehr dazu. Was jetzt auch dazu gekommen ist, weil du eben Kinder ansprachst und wenn man hinten sitzt, ich drehe mich mal so ein bisschen, versuch's mal galant, du hast jetzt ein Schiebefenster. Das heißt, ist mega. Du hast ein elektrisches Schiebefenster. Was du aufmachen kannst, optional auf beiden Seiten. Ja. Schon ganz cool, wenn du ein bisschen langsamer fährst, Frischluft reinhaben willst oder mal schnell lüften willst. Aber da hast du ja oben die Bedieneinheit auch für die Klimaanlage, das für den hinteren Rückraum. Genau. Also Drei-Zonen-Klimatronik drin. Ja. Mega gut. Hammermäßig. Halt noch mehr für den Komfort. Also es ist halt noch individueller geworden. Du kannst für jeden Einzelnen im Auto das Auto so anpassen, dass alle sich mehr wohlfühlen. Du hast es eben angesprochen. Deiner ist ja einer der ersten Generation und da war ich ja damals in Kopenhagen, war ich eingeladen, ID Buzz Media Event, ganz großes Tennis und habe damals gesagt, Leute, und hier hinten ist eine Ablage und USB-Anschlüsse rechts und links. Ja? Und jeder hat immer gesagt, warum denn? Ich habe gesagt, wartet ab, da kommt noch was. Hier sind wir wieder und jetzt auf einmal ergibt alles einen Sinn. Wir haben natürlich hinten auch USB-C-Anschlüsse, damit du dein Handy laden kannst oder dein iPad und was weiß ich. Also, ja, mega, oder? Also ich finde, der ist nochmal, was du gesagt hast, viel variabler geworden, viel großzügiger. Ja, ich habe es im Intro oder im Titel gesagt, das ist eigentlich der ID Buzz, auf den alle gewartet haben. Und jetzt setzen wir es mal nach vorne, weil da hat sich auch was ein bisschen getan zu deinem, ne? Ja, ein bisschen schon. Also deswegen, ich sage, die emotionale Bindung, aber sie wird immer mehr aufgeweicht gegenüber dem Neuen. Gegenüber den Features. So, ey, das ist ja immer wieder ein Aufstieg, ne? Ich bin selber als und easy entry. Und jetzt, das ist ja das, was du sagtest, man klappt sie dann runter und ja, die Übersicht, da hat sich nicht viel zu geändert. Du hast wirklich einen mega Blick. Ich bin Porsche-Fahrer, ey. Ich sitze ja ungefähr eine Etage tiefer, ja? Also, das sind die, über die ich mal hinweg gucken kann. Das ist wirklich so. Nee, da gucke ich zur Seite raus und du machst den. Mhm. Aber gut. Das ist das, was du angekündigt hast, ja? Das ist natürlich wirklich der grandiose nächste Schritt. Das deutlich größere Infotainment-System, die neueste Software drauf. Genau. Hab vorhin schon mal geguckt, fünf. Fünf? Ja, mit Ida. Wird ChatGPT haben. Das heißt, das Arbeiten während der Fahrt wird noch leichter. Ja, naja, es ist wirklich, es ist erstaunlich. Ne? Und wie gesagt, der schnellere Prozessor auch. Das heißt, die ganze Interaktion natürlich mit dem System ist nochmal ein on top. Ich weiß gar nicht, was ist die letzte Software, die du bekommen wirst jetzt? Ich kriege gar keine neue Software mehr, weil ist das so, ne? Auto vor Serie war. Ich bin ja gestartet im Mai 22, da war es ja noch gar nicht auf dem Markt. Ja. Das heißt, der bleibt so, wie er ist. Ich hatte auch noch alles dafür getan, dass er mir die 100.000 im Langstreckenzähler anzeigt. Das hat er auch gemacht. Also die 100.000 hat er nicht gezeigt, bei 99 ist er auf Null gesprungen. Jetzt im Ernst? Ja. Da war alles weg. Jetzt muss ich das, das ist so nicht vorgesehen. Jetzt fahr ich einfach wieder von vorne los und sammle wieder weitere 100.000. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz großer Schritt, weil du einfach schneller interagieren kannst, weil das Ganze noch besser vernetzt ist. Und auch die ganzen Infos, die du bekommst als Fahrer, die dir helfen, sind natürlich auch schneller. Genau, das hast du ja gesagt. Ne? Also man hat ja zum Beispiel jetzt auch die Anzeige oben im Display, was hast du an Momentanverbrauch drin? Ich glaube, das hast du auch gar nicht. Ne, Habe ich nicht. Zum Beispiel? Du kriegst es aber ja natürlich
du hast ein Gefühl für, das weißt du selber. Ja, ist so. Du weißt irgendwann, wie du fährst. Und ja. Was ich aber weiterhin sagen muss, ist, ich bin extrem überrascht, dass der Adibas war mein erstes Langstrecken-E-Auto. Ja. Wie sehr man sich darauf verlassen kann, was diese Akkuanzeige macht. Übelst, oder? Also ich bin jetzt gerade auf dem Weg von Ligurien hier hoch, einmal mit 2% an die Ladesäule und ich war nicht nervös, sondern ich wusste, er wird fahren, es funktioniert. Genau. Hatte ich mit dem ID3 auch schon. Ich hatte auch schon 0 Kilometer und war dann rechnerisch bei -4 nachher. Da wurde ich auch das erste Mal in meinem Leben fickrig. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber auch so Features, wo du wahrscheinlich auch gesagt hast, ich auch damals im ID3, ich so, warum macht man das denn? Die ist leider aber unbeleuchtet. Ist jetzt wie selbstverständlich die beleuchtet. Die ist jetzt beleuchtet. Das sind natürlich alles die Modellpflegemaßnahmen, die dann einfließen. Das kommt dann jetzt auch. Genau. Klar, weiterhin, dass du sagen kannst, was ist meine eigentliche Charging SOC, wo will ich hin? Genau. Will ich zu 100 oder will ich zu 80 und errechnen aus? Genau, das wollte ich noch mal zeigen. Ne? Also du hast jetzt hier unter dem Punkt Optimieren da oben, hast du Batterieheizung starten. Auch gut, gerade wenn es ein bisschen kühler ist. Oder? Also mega, da kannst du mal eben sagen, okay, ich habe keine aktive Route, ich weiß aber, da hinten in 20 Kilometer ist ein Charger. Ich drücke drauf, er wärmt den Akku vor und du hast dann eben nicht mehr diesen Pain mit im Winter mit einer verminderten Ladeleistung. Ja, und was für mich zum Beispiel auch, was ich auch noch nicht hatte, war, dass meine App mich anpingt, wenn er fertig ist. Ja. Weil es ist ja öfters mal passiert, dass das Auto schneller am Laden war als ich bei meiner Pause. Es ist so, kam es hin und das macht er jetzt auch. Er sagt dir, er lädt wie viel und er pingt dich an, wenn er fertig ist. Ich kann dir übrigens versichern, das wird mit höherer Ladeleistung nicht besser. Weil du es eben gesagt hast, höhere Ladeleistung. Nee, so. Dann muss ich mich noch mehr beeilen. Dann wird die Pause noch kürzer. Ja, cool. Was fällt dir noch ein? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch so ein Kriterium, hey, das ist mega oder... Ja, also was wir hier haben, ist, also was wir eben noch nicht gezeigt haben. Ja, ne? Das ist halt irre. Das finde ich schon. Das ist wirklich nice, schon gut. Das kennst du sonst halt von Porsche und so weiter, ne? Also ich fahre ja kein Porsche. Das ist ja ein Auto ohne Bett ist kaputt. Also kann ich ja so ein Ding nicht fahren. Also, ein Auto ohne Bett ist kaputt. Da ist, geil. Da bin ich Hardliner, immer VW-Bus. Ist tatsächlich so, ne? Ich habe ja fast immer in dem Auto geschlafen. Also außer wenn ich mal auf einer Fähre war. Ja. Ich habe alles bei der Tour, wurde im Auto gepennt. Das wäre hier drin auch noch cool und dann natürlich mit Sternenhimmel. Also von daher, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich bin auch gespannt. Ich werde es weiterverfolgen, mein Lieber. In diesem Sinne, mega, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal eben die Unterschiede von damals und heute ein bisschen mal besprechen konnten. Für dich geht es wann zur nächsten Tour? Am Donnerstag geht es nach England. Nach England, das ist ja ein Katzensprung. Naja, machst du dir heute noch Gedanken, wo du hinfährst mit dem Elektroauto? Tatsächlich nicht. Und das ist auch so ein Punkt, ne? Lange Reisen mit dem Elektroauto, das ist keine Herausforderung mehr. Genau, das ist das, was ich auch festgestellt habe. Und das war ja einer der Beweggründe, warum ich das damals unbedingt machen wollte. Weil alle gesagt haben, das geht gar nicht. Du kannst nicht mit dem Elektroauto fahren. Und leider war ich an dem Abend am Stammtisch nicht da. Das heißt, ich wusste das gar nicht und bin einfach gefahren und habe gemerkt, es geht. Das ist das Schöne. Ne? Genau, da kam einer, der wusste es nicht und der hat es gemacht. Was du noch ansprichst, du bist viel unterwegs, du schläfst viel und so weiter. Wenn jetzt so ein Kalifornier käme, dann holst du wahrscheinlich auch den letzten Diesel-Dieter ab. Das bin ich ganz ehrlich. Also das ist so ein Ding, wo ich sage, wenn du das jetzt noch bringst, irgendwie, das wäre für mich so das Tüpfelchen auf dem i. Ob da was kommt, wir wissen es nicht genau. Wir arbeiten dran. Vielleicht arbeiten wir dran. Aber das wäre natürlich das Mega-Ding überhaupt. Christian, also nochmal, besten Dank, mein Lieber. Viel Spaß in England dann. Und für euch dann, es gibt noch ein zweites Video. Da geht es dann um Fahreindrücke, nicht von dem normalen, sondern vom GTX-Modell, Allrad. Ordentlich Power, ne? Nochmal richtig. Und da werden wir dann mal gucken, was der als GTX bringt und ob es überhaupt notwendig ist, einen Bulli mit so viel Leistung haben zu wollen. Oder ob man sagt, hey, das ist doch eigentlich das, worauf alle gewartet haben. Ich bin gespannt auf dein Video. Ja, also, tschüss zusammen. Ciao.